Name ist Ilya Litvinov. Ich bin 23 Jahre jung und lebe seit 12 Jahren in Deutschland. Ich bin in Kasachstan aufgewachsen, ganz genau genommen in Nordkasachstan. Und die Entscheidung, damals nach Deutschland zu kommen, haben für mich meine Eltern getroffen, um mir eine bessere berufliche Perspektive zu schaffen. Also soweit ich mich erinnern kann, war Ring immer meine größte Leidenschaft und ich habe das versucht, in jeder freien Minute meiner Freizeit zu üben, zu perfektionieren. Natürlich auch alltägliche Sachen gemacht, wie mit Kumpels gespielt, mit meinem Vater geangelt und viel gezeichnet als Kind. Die Sportart Ring, die ist sehr für Verletzungen anfällig und man wusste nicht, wie lange man die Sportart ausüben könnte, weil ich selber bin an beiden Knien operiert, hatte viele Muskelrisse hinter mir und das damals mit 19 Jahren. Mir persönlich hat Anerkennung gefehlt für die Leistung, die wir erbracht haben. Es ist nicht möglich, in Deutschland Leistungssport zu machen und sich damit zu finanzieren. Also ich meine jetzt direkt die Sportart Ring. Viele Leute, die ich kannte, auch viele damalige Freunde, die machen nebenbei eine Ausbildung, sind bei der Bundeswehr, machen Bürojobs und nebenbei halt die Sportart Ring. Und das widerspricht sich, weil ich finde, ein Leistungssportler sollte sich nur auf Sport fixieren. Weil wenn du mit der Weltspitze mithalten möchtest, musst du wenigstens zweimal am Tag trainieren. Und das ist gar nicht in Deutschland möglich, das zu machen. Nun, die erste Zeit, das hat eine Enttäuschung bei mir und nicht nur bei mir, auch bei meinem Freundeskreis, meinen Kollegen, meinen früheren Sportskameraden, meiner Familie ausgelöst. Das war natürlich, jeder war dagegen, den ich kannte. Meine Familie, also wie gesagt, jeder, den ich kannte, hat mir dazu geraten, mit Ring weiterzumachen. Natürlich, die Entscheidung hat in mir die ersten Jahre auch, man könnte schon sagen, Depressionen ausgelöst, weil wenn du das ganze Leben man von klein auf dafür gelebt hast, trainiert hast und nichts anderes kanntest als Leistungssport, das nimmt einen schon mit, wenn man plötzlich abbricht. Aber mittlerweile habe ich mir gedacht, es bringt nichts, in die Vergangenheit zu schauen, sondern ich schaue lieber in die Zukunft und ich mache was aus meinem Leben, ich nehme alles selber in meine Hand. Ich versuche jetzt aus meiner Position was Gutes aufzubauen und in die Karriereleiter hochzukommen. Also mittlerweile bin ich, man kann schon sagen, ich bin glücklich, so wie es alles ist, so wie es alles verläuft, so habe ich mir das immer vorgestellt. Also mit dem Gedanken spiele ich schon länger. Ich würde echt gerne nochmal amateurmäßig auf die Matte steigen und vielleicht einen Wettkampf mal zu absolvieren. Am besten in der 90 Kilo Klasse. Das wäre meine Idealvorstellung. Was ich mit dem Video erreichen möchte, also in erster Linie möchte ich junge Leute, hauptsächlich junge Leute, aber auch ältere Leute motivieren, sich zu bewegen. Nicht unbedingt Fitness zu machen, nicht Kraftsport, nicht Kampfsport, aber sich zu bewegen, aktiv zu sein, was aus seinem Leben zu machen. Weil mit dem Sport entwickelt man sich nicht nur körperlich weiter, man ist gesünder, man ist ausgeglichener, man ist fit im Kopf, sondern du knüpfst soziale Kontakte, du wirst aktiver, du kommst im Leben weiter. Und das will ich mit dem Video erreichen. Ich möchte allen Leuten sagen, macht was, bewegt euch. Versucht die Ziele jeden Tag etwas höher zu setzen und nicht auf dem gleichen Niveau zu bleiben, sondern jeden Tag 1% besser zu werden.